proprio poi nella russische Sprache Wrestling. Doch bevor es zum Megakampf des Jahrtausends heute geht, haben wir noch etwas Zeit und deswegen schaue ich mal, ob sich nicht gleich der eine oder andere prominente Gast hier unter die Zuschauer gemischt hat. Und da bleiben meine Augen an etwas lila hängen. Nein, es ist nicht die Perücke von Margot Honecker. Es ist der Badeanzug von unserem Goldfisch Franziska von Einzig. Franzi, komm doch mal zu mir an den Ring, wenn ich dich fette. Ja, sag mal, Franzi, was treibt denn dich, so ein blutjunges Mädel, zu so einer knallharten Männerveranstaltung wie Wrestling? Ja, weißt du, Henry, vielleicht würde ich die Körper wagen, die Körper, das ist so geil. Wir schmächtigen deutschen Schwimmerinnen, wir können da ja gar nicht mithalten, ne? Aber die Chinesen, die haben jetzt einen neuen Trainer, du, der heißt Doping. Ja, ja, das ist eben China, sehr schön. Oder wie der Messi sagt, China, sehr cool. Aber jetzt mal was. Franzi, wie bist du denn eigentlich mit der Wende zurechtgekommen? Was? Wende? Also das war so. Ich so, ne? Den Ring gesprungen, die Brühe los, hier schwamm, los, hier schwamm. Dann kam die Mauer, dann habe ich die Wände gemacht und bin zurückgeschritten. Ja, so war das damals. Ja. Aber was ist denn eigentlich mit heute? Heute habe ich Geburtstag. Was? Du hast Geburtstag? Das ist ja wunderbar. Und was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Ich wünsche mir einen Tampon. Ein Tampon? Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Nee, weiß ich nicht, aber in der Werbung sagen die immer, damit kann man reiten, surfen, Skifahren, das ist doch super, wa? Ja, Franzi, dann packe ich dir auch das abschlussreiche Gespräch. Wir sehen uns dann noch, weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor also jetzt hier, ja, ein Applaus für Franzi. Wir haben also noch ein paar Minuten Zeit, bevor der Kampf jetzt endgültig losgeht, kann man. Und ich schau mal, was wir noch vom Prominenten haben. Und da sehe ich ein ganz bekanntes Kind. Bekanntes Gesicht. Begrüßt mit mir unseren Schummel Michi Schummi! Und woher kommt die? Vom Gegenwind! Vom Gegenwind? Ja, weißt du, so mit 300 Sachen voll in die Steinprobe so. Da passiert sowas! Na gut, aber sag mal, Schumi, du bist ja jetzt von Ford zu einer anderen Automarke gewechselt. Ja, Ford, ich bin Ford, ich tu was! Aber
ich die Mundwinkel zunehmen? Wieso soll ich mir die Mundwinkel zunehmen lassen? Damit du besser Rundum sagen kannst. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wie bist du denn mit dem neuen Auto zufrieden? Ja, also weißt du, die Sache mit dem ABC, mit dem ABV, nee, warte mal, ABM, mit dem ABS, das klappt noch nicht so ganz richtig, aber wir arbeiten daran. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das in die Reihe kriegen werden. Also mit Sicherheit, es ist nichts unmöglich, ja. Aber als ich dann die Sache mit dieser Seitenlage, als ich die ausprobiert habe, mit Sicherheit, Junge, das gab ganz schöne Bremsstreifen. Schwarze Flagge. Raus! Raus! Yes, ladies and gentlemen, die Zeit ist abgelaufen. Yes, ladies and gentlemen, präsentieren wir. Aber die neue Scheiße, die ich jetzt mache, die ist jetzt noch keine Gelobung länger. Okay, das war's, Schuli. Wir finden ihn alle, aber jetzt, jetzt, ladies and gentlemen, da. Scheiße gewesen. Die UCV Proudly Präsenz Narrenslam 95. Catchen und hier, hier ist der Herausforderer. Begrüßen Sie mit mir
herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Jomosha, Takai, Tsushi, Utrapeka, Sam. Was wirst du heute mit deinem Gegner Undertaker machen? Ja, na, für eine Degoid, soll gar nicht so ein schlechter Catcher nicht. Vielleicht ein bisschen ein Depp, aber die Frau von Undertaker, was? Well, flesh out, precious money, my lover. This kind of son, a more treasure. This is this and this girl. Dann kann ich aber nur noch eins sagen. Hey, mach den Undertaker zu Brei. Thank you.